Zur ersten Frage generell, meine Hoffnung ist groß, aber es liegt nicht in unserer eigenen Hand. Wir müssen unsere Spiele gewinnen und dann gucken, was Union macht. Ja, in anderen Wettbewerben hat man es jetzt in der eigenen Hand, in der Champions League und im DFB-Pokal auch. In der Bundesliga hat man es von Beginn an in eigener Hand, dann irgendwann nicht mehr. Wir haben ein tolles Spiel gemacht gegen Freiburg, müssen jetzt ein tolles Spiel in Hoffenheim machen und dann schauen, was Union bis zum WM-Break macht. Wichtig ist, dass wir definitiv und dafür geben wir alles am 34. Spieltag auf jeden Fall wieder auf Platz 1 stehen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir es auch schon vorher schaffen.